Wie du den richtigen Mann emotional verrückt nach dir machst. Willkommen zu diesem Video. Zu dir spricht Sergej Linz. Manchmal mögen Frauen Männer. Manchmal mögen Männer Frauen. Und nicht immer wissen wir, warum wir den anderen mögen. Warum wir verrückt nach ihm werden. Warum wir uns emotional an ihn binden. Ja, und für viele Menschen ist das ein gewisses Glücksspiel. Ja, dass sie spielen und sie verlieren sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie in diesem Glücksspiel. Und vielleicht hast du auch schon bemerkt, gerade bei den Männern, die dir viel bedeuten, genau bei den Männern, die wertvoll für dich sind, scheint es aus irgendwelchen Gründen nicht so gut zu funktionieren, während das bei den Männern, ja, die keine große Bedeutung für dich spielen, dass du sie sehr leicht dazu bringen kannst, verrückt nach dir zu werden. Ja, das ist leider Gottes eine Gesetzmäßigkeit. Und heute werde ich dir aufschlüsseln, was es damit zu tun hat, was es damit auf sich hat und wie du das steuern kannst bei dir. Schau mal, das, was Frauen machen, ja, und übrigens das, was ich dir jetzt erzähle, dass wir dir sowohl in den Beziehungen helfen, wenn du jetzt bereits in einer Beziehung bist, dass wir dir helfen, wenn du noch in der Dating-Phase bist oder wenn du noch auf der Suche nach deinem Traummann bist, du solltest diese Gesetzmäßigkeit kennen. Wenn du sie kennst und du kannst davon ausgehen, sehr, sehr wenige Frauen wissen davon, dann wirst du wirklich sehr viel Erfolg haben mit Männern, die dir gefallen. Schau mal, das, was wir in der Regel machen, wenn uns jemand gefällt, wir versuchen, ihm zu gefallen. Wie versuchen wir, ihm zu gefallen? Nun, indem wir versuchen, schöne Emotionen in sein Leben zu bringen. Indem wir dafür sorgen, dass wollen, ja, dass er sich gut fühlt mit uns und somit sich in dieses Gefühl, ja, verliebt oder sich an dieses Gefühl bindet. Ja, aber das, was passiert, ist das, was sehr, sehr häufig passiert, wenn wir aus dieser Perspektive heraus versuchen, eine Verbindung zu diesem Menschen zu erschaffen. Ja, also wir versuchen, dieses Gefäß mit positiven Emotionen aufzufüllen bei ihm. Ja, so kommt es leider Gottes sehr, sehr häufig, dass das genaue Gegenteil von dem passiert, was wir wollen. Nämlich, dass der Mensch eine gewisse Bestätigung durch uns bekommt und ja, uns nicht so, nicht so viel Wert in uns sieht, wie vielleicht in jemandem, der ihm nicht so viel Wert gibt. Ja, also der ihm nicht so viele gute Emotionen gibt. Das soll jetzt auf keinen Fall ein Aufruf dazu sein, dass du nur noch mit negativen Gefühlen mit Männern kommunizierst. Du wirst feststellen, wenn du so verfährst, dann wirst du, ja, dann bist du lost. Ja, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Ja, du wirst es auf keinen Fall schaffen, eine gesunde Beziehung zu Männern aufzubauen oder zu einem Mann. Und das ist in der Tat die Falle, wo sich viele Frauen wiederfinden. Ja, sie verlieben sich manchmal in Männer, aber es funktioniert nicht. Ja, obwohl sie viel geben, sie investieren sehr viel, sie geben ihnen sehr viele Emotionen, bekommen diese Emotionen nicht zurück, werden sauer, werden wütend und halten sich von Männern überhaupt fern. Oder versuchen den Männern nicht mehr so viele Emotionen zu geben. Dadurch schneiden sie sich selbst von diesen positiven Emotionen ab und von einer gesunden, glücklichen Beziehung ebenfalls. Ja, also diese Variante wollen wir gänzlich aus unserem Leben streichen. Etwas anderes ist äußerst sinnvoll. Ja, also es ist nicht verkehrt, diese Fähigkeit zu erlangen, einem Menschen gute Gefühle zu geben. Ja, also wenn jemand dir wichtig ist und diese guten Gefühle braucht oder du weißt, dass du dadurch die Kommunikation zwischen euch, die Beziehung zwischen euch verbessern wirst, dann ist es tatsächlich wichtig, das auch zu machen. Ja, vor allem, wenn ihr schon in einer Beziehung seid,
ist es sowieso wichtig, diese Beziehung mit guten Emotionen aufzutanken. Was viele Frauen nicht wissen, ist, dass wir Menschen, naja, alle Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, und bei Frauen gibt es sogar eine spezielle Situation, zu der ich gleich komme, ja, wir haben auch ein Gefäß mit negativen Emotionen. Und dieses Gefäß, ohne es zu wissen, ja, ohne dass wir uns darüber bewusst sind, ist für uns wichtig. Ja, es ist für uns wichtig, auch dieses Gefäß mit negativen Gefühlen aufzutanken. Also der Mensch hat in seinem Leben gewisse Emotionen. Ja, er macht gewisse Dinge, die ihn antreiben, um diese Emotionen zu bekommen. Auf der Arbeit, in seinen Beziehungen, in seinen Freundschaften, in seinen Hobbys und so weiter und so fort. Und bekommt dadurch Emotionen. Manche gefallen ihm. Ja, das Gefäß mit positiven Emotionen wird aufgefüllt. Manchmal braucht er aber auch negative Emotionen, die er versucht aufzufüllen. Also der Gedanke, dass der Mensch nur positive Emotionen braucht, das stimmt nicht so ganz. Ja, und wenn der Mann dir also schlechte Laune zeigt, wenn der Mann mies gelaunt ist, mit dem du dich gerade triffst, wenn er sich gerade ja über etwas aufregt, dann bedeutet es nicht, dass du ihn dadurch trösten solltest, indem du ihm eine gewisse Bestätigung gibst. Aber nein, das stimmt nicht, du bist doch so toll. Alles wird gut. Ja, du musst nur an dich glauben, ja, dass du versuchst, ihn so zu motivieren in diesen Situationen. Er braucht das gerade nicht. Er braucht gerade das Gegenteil davon. Er möchte, dass dieses Gefäß mit negativen Emotionen, dass es ja überläuft. Das braucht er jetzt gerade, um seine Psyche zu entladen. Ja? Das ist das, was wir machen in solchen Situationen. Du kennst solche Tage. Ja? Wir haben unsere guten Tage, wo wir eher in diesem Bereich spielen. Du kennst diese Tage, in denen wir vor negativen negativen Emotionen nur so sprudeln und irgendwie selbst, wenn uns jemand sagt, ja, denkt nicht darüber nach und alles wird gut, wir wollen nicht über etwas anderes nachdenken. Wir müssen über etwas nachdenken, was uns gerade negative Emotionen verschafft. Ja? Das bedeutet, wenn er schlecht gelaunt ist, ja, dann solltest du ihm ebenfalls diese Emotionen geben. Du solltest ihm helfen, dieses Gefäß mit negativen Emotionen aufzufüllen. Und weil, nochmal, wenn du versuchst, das Gefäß aufzufüllen, während er gerade das braucht, dann wirst du eher eine gewisse Abneigung dir gegenüber erwirken, weil du ihm nicht das gibst, was er braucht. Ja, er braucht gerade etwas anderes. Und dadurch verliert er die Connection zu dir. Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allem, wenn das ein Typ ist, ja, so angenommen, er sieht gut aus, ja, und er ist super durchtrainiert und er schaut sich gerade im Spiegel an, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen fett geworden. Ja, dann solltest du nicht sagen, nein, 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 du siehst toll aus, schau dich doch nur an, du bist doch ein Prachtkerl. Ja, so du musst eine positive Sicht auf dich selbst sehen. Schau mal, du siehst so toll aus. Grober Fehler. Sorg dafür, dass du, was deinen Wert bei ihm angeht, runterrutschst. Du gibst ihm nicht das, was er gerade braucht. Ja, wenn du ihm sagst, hey, tatsächlich, genau, ich glaube, ja, jetzt, wo du sagst, ja, bist du schon ein bisschen fett geworden, muss ich dir sagen. Ja, mit einem Lächeln. Das bedeutet, du nimmst ihn so leicht auf den Arm. Es ist wichtig, dass du das als ein Spiel betrachtest. Also du selbst bist im Spielmodus, du selbst bist gut drauf. Ja, das bedeutet nicht, dass du dieses Gefäß mit deinen negativen Gefühlen auffüllen musst. Das ist nicht sonderlich
wirkungsvoll. Vielmehr solltest du ja, bei dir bleiben, in den Emotionen, in der du gerade bist. Und das stimmt tatsächlich, ja, jetzt wo du sagst, ich glaube, du solltest 20 Mal die Woche trainieren und nicht 10 Mal wie jetzt, ja, weil das scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Ja, und schon merkt er, ja, bei dir sich deswegen auszuheulen, also er heult sich ja nicht aus. In der Regel ist es nur so ein kleines Ding, was er reinwirft, um eine gewisse Bestätigung zu bekommen. Ja, aber diese Bestätigung, ja, fühlt sich nicht so gut an. Ja, deswegen ist, er braucht ja was anderes. Ja, aber er weiß, dass er solche Knöpfe bei dir nicht drücken muss, weil er bekommt das, was er dir gibt. Ja, also als Regel, ja, solltest du dir so vorstellen, hey, das, was er dir jetzt im Moment gibt, das, was er gerade zeigt, das braucht er im Moment. Es gibt Männer, die sind super romantisch unterwegs, es gibt Männer, die sind super herzlich unterwegs und super gut drauf die ganze Zeit. Ja, sie brauchen diese Romantik, sie brauchen diese Nähe, sie brauchen dieses Plus, 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 Plus die ganze Zeit und nur wenig oder selten das Minus. Manche Männer sind ganz anders. Ja? Wichtig ist, was passt zu dir. Ja, und hierbei ist es essentiell, dass du weißt, Frauen neigen viel, viel stärker dazu, zu einem sehr großen Minusgefäß. Ja, es gibt Männer natürlich, die dazu neigen, zu einem weitaus größeren Minusgefäß, die ganze Zeit jammern und irgendwas stimmt nicht und die ganze Zeit die Welt ist ja nicht so gut drauf. Ja, das sind Menschen mit einem sehr großen Gefäß. Und wenn du dich erinnerst, wie fühlt es sich an, mit diesen Menschen zu sprechen, wenn du versuchst, sie zu trösten, sie davon zu überzeugen, nein, das stimmt nicht. Sie werden ihre Stellung halten. Ja, deswegen solltest du das nicht tun. Du solltest vielmehr, ja, die Menschen sagen, ja, tatsächlich, weißt du, die Welt ist ja ganz gut, aber bei dir glaube ich, dass du richtig wenig Glück in diesem Leben hast. Ja, tatsächlich, so bei allem dem, was du mir erzählst, ja, hast du schon eine Arschkarte gezogen. Ja? Ja, und wenn du das ihm sagst, der Mensch, du wirst merken, sein Gefäß wird plötzlich voller. Er bekommt nicht diese Plusbestätigung, um noch mehr zu jammern, ja, sondern er bekommt diese Auffüllung und es beginnt, ja, und stoppt dann quasi mit seinem Rumgeheule. Ja. Du solltest aber wissen, dass, ja, und das ist auch eine Message zu dir als Frau, dass manche Frauen oder viele Frauen dazu neigen, nicht alle, nicht der Großteil, aber Frauen neigen dazu viel stärker, ohne es zu wissen, dieses Minusgefäß in ihrem Leben möglichst groß zu halten. Ja, und sie suchen sich die passenden Menschen, die passenden Männer, die passenden Situationen, die passenden Beziehungen, um dieses Gefäß möglichst aufzufüllen, weil, sie denken, also sie leiden ja regelrecht. Aber sie leiden nicht, weil das Leben so schlecht ist. Sie leiden, weil sie dieses Gefäß versuchen aufzufüllen. Ja? Und mein Appell an dich, gewinne die Kontrolle über deine Gefäße. Welche Emotionen möchtest du in diesem Leben leben? Welche Emotionen willst du genießen? Ja? Fokussiere dich auf dein Plusgefäß mit positiven Emotionen, wenn du willst. Ja, nochmal, das ist deine freie, demokratische Entscheidung, was für ein Leben du hast. Ja, und wenn Frauen in mein Coaching kommen und ich merke, dass ja, sie will leiden, dann ist es nicht mein Ding, ja, sie zu überzeugen, dass das Leben doch nicht so schlecht ist. Mein Ziel bei meinen Coachings ist, dir eine gewisse Vorgehensweise zu geben,
die du nimmst, wenn du willst, um ein glückliches Leben zu führen. Ein glückliches Leben führst du, wenn dein Plusgefäß möglichst groß ist. Ein glückliches Leben führst du, wenn du dich darauf konzentrierst, ja, wenn du die Kontrolle darüber gewinnst, was in deinem Leben passiert, welche Menschen in dein Leben kommen, welche Situationen du anziehst. Ja, also wenn manche Frauen immer wieder sagen, hey, ich ziehe immer wieder die gleichen Männer an, ich lade immer wieder bei den Falschen, ja, dann ist es klar, was da passiert. Es ist kein Fluch, es ist keine ungünstige Fügung des Universums, ja, sondern es ist eine Eigenart der Psychologie, die wir aber beeinflussen können. Ja. Es ist eine Entscheidung, in welchen Emotionen du lebst. Es ist eine Entscheidung, was du in dein Leben ziehst. Und wenn du willst, dass ich dich dabei unterstütze, dass du die richtigen Männer in dein Leben ziehst, dass du die richtige Wirkung auf sie hast, ja, weil auch diesen Mechanismus, den werde ich dir beibringen. Das ist ein etwas größeres Thema. Aber das ist nur ein kleines Thema von sehr, sehr vielen, die du brauchst, um als Mensch glücklich zu werden, um als Frau glücklich zu werden und um in einer Beziehung mit einem wertvollen Mann glücklich zu werden. Ja? Weil nur wenn du das alles managst, wenn du das richtig managst, dann bekommst du wirklich das, was du willst. Weil du ganz genau weißt, wie du auf Menschen und auf die Welt um dich herum einwirkst, um das zu bekommen, was du wirklich willst. Du bist nicht mehr abhängig davon, dich immer wieder mit etwas zufrieden geben zu müssen, womit du nicht zufrieden bist. Ja, aber es füllt halt ein gewisses dunkles Gefäß in dir. Ja, und das, was bei meinen Coachings passiert ist, bei Frauen, die das wollen, diese Entscheidung treffen, ist, dass sie ihr emotionales Leben unter Kontrolle bekommen. Weil nur dann kannst du von einem glücklichen, erfüllten, selbstbestimmten Leben sprechen. Ja, wenn du ganz genau weißt, wie du das bekommst, was du willst und was dir den Weg dahin versperrt, was du wegmachen musst auf dem Weg dorthin. Also, wenn das für dich interessant klingt, wenn du willst, dass ich dir das beibringe, wenn du willst, dass ich dich dabei unterstütze, dann bewirb dich zu meinem Coaching. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Und wenn dir das Video nützlich erscheint oder erschien, dann freue ich mich über dein Like. Ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder. Dein Sergej Lenz.